Hallo Leute und willkommen zurück zu Civ 6. Ja, hier, die beiden haben sich ja schon länger behakt. Unsere Feldkanone gegen den barbarischen Linieninfanterist. Und dann werden wir jetzt hier noch einmal angreifen. Und dann haben wir es gewonnen. Aber es war auch ein ganz spannendes Experiment. Der Linieninfanterist war zwar eigentlich stärker, aber wir konnten jede Runde zweimal Schaden austeilen. Einmal mit unserem Fernangriff. Und dann, wenn wir durch den Linieninfanterist angegriffen wurden, haben wir dann auch noch Schaden gemacht. Und ja, also ihr seht, wir haben das Ganze gewonnen und mit 23 Hitpoints sind wir rausgekommen. Ja, und dann haben wir hier einen Suzerain-Status verloren. Wir bekommen nur noch plus 40% Kultur. Aber das lässt sich natürlich hier reparieren. Wir haben 3 Gesandte gespart, genau für diesen Moment. Packen hier einen weiteren Gesandten rein und Platzierung bestätigen. Jawohl. Und dann kriegen wir hier auch wieder unsere plus 45%. Ja. Das sind wir im Kulturbereich. Und die anderen dümpeln irgendwo hier rum. Okay. Das interessiert uns nicht. Hauptsache, niemand baut vor uns den Eiffelturm, der noch 9 Runden braucht. Dann kriegen wir auf jedem unserer Felder 2 Anziehungskraft. Estadio do Mar Canal braucht noch 32 Runden. Aber hier werden wir noch ein Sägewerk erstellen. Und da oben auch. Dann geht das ja noch ein bisschen schneller. So. Mittelalterliche Mauern abgeschlossen. Ja, es gibt da noch mal ein bisschen Tourismus. Ja, hier Mauerstufe 1 Tourismus. So. Ja, gut, Ware brauchen. Bauen wir hier. Und ja, hier halten wir einfach noch ein bisschen die Stellung. Als Schaft. Mine bauen. Aluminium. Und für mehr Produktion. Ja. Immer ein bisschen. Ah, noch eine Aufladung. Ja, vielleicht hier noch ein Bauernhof oder... Ja, wir können leider mit der einen Aufladung nicht einen Wald pflanzen und dann ein Sägewerk bauen. Ja, schauen wir nächste Runde mal. So. Hier eine Plantage. Für Tee. Ja, und hier ist ein weiterer Nationalpark geplant. Den könnten wir jetzt auch schon bauen, beziehungsweise müssen wir nur dieses eine Feld kaufen. Wir kaufen die beiden Felder und werden hier den Regenwald abholzen. Ah, dann hat das Feld nochmal an Attraktivität gewonnen. Haben jetzt hier einmal atemberaubend und dreimal begeisternd. Kaufen mit Glauben einen Naturforscher. So, Kriegsschiff. Ja, wir finden hier keine Barbaren mehr. Ah, okay. Attacke. Minus 61. Ja, nächste Runde.
So, Poundmaker möchte Tee haben und 20 mal Kohle. Würde uns auch ein großes Werk geben, ein Porträt. Okay, wir könnten uns die anderen zwei Werke auch noch kaufen. Aber das sind hier über 1000 Gold. Das ist ein bisschen viel. Würze. So, dann schauen wir nochmal. Arsene hat gar nichts. Wie sieht's denn mit Öl aus? Ja, okay. Also Öl möchte er auch haben. Okay. Dann machen wir das ruhig so. Auf Wiedersehen. Dem Kapitalismus wohnt ein Laster inne, die ungleiche Verteilung der Güter. Dem Sozialismus hingegen wohnt eine Tugend inne, die gleichmäßige Verteilung des Elends. Ja, dann schauen wir mal. Laissez-faire. Also Schiffswerft haben wir schon. Ein paar Seehäfen werden wir dann demnächst bauen. Um dann große Admiralspunkte zu bekommen. Die Marktwirtschaft. Ah. Einkaufszentrum können wir dann bei unseren Wohnvierteln bauen. Ah, und hier haben wir die Porträts. Und einmal religiös. So, dann schauen wir mal. Ja, wir bräuchten mehr freie Kartenplätze. New Deal ist auf jeden Fall gesetzt. Öffentliche Bauvorhaben. Einmal Gold ausgeben für Handwerker. Dann die Karte rausnehmen. Das kann man auf jeden Fall machen. Und die... Ja, die Handwerker dann. Nicht immer konstant baut, sondern so in Wellen. Achso, der Naturforscher. Ja, der kann dann da rein. Handwerker kaufen. Ja, kaufen wir ruhig hier einen Handwerker. Und er hat noch 4 Aufladungen. Sägewerk bauen, dann noch 3. Bauernhof abreißen, kostet keine Aufladung. Sägewerk handwechseln, 2. Also der kommt hier zurecht. Ja, hier können wir noch einiges machen. Und hier mit Sicherheit auch noch ganz viel. Hier oben.
So, dann haben wir unser ganzes Gold ausgegeben. Anfängerkarte raus. Und dann haben wir hier die Marktwirtschaft. Ja, Laissez-faire würde ich halt gerne reinnehmen. Also wir haben 13 oder 14 Häfen bzw. Handelszentren und würden dann halt entsprechend stark dadurch profitieren. Ah, ja, das hier ist natürlich auch super. Die Künstlerkarten bleiben auf jeden Fall dran. Musikerkarte auch. Schwierig, schwierig. Noch nicht bestätigen. Ja. Ein großer General rekrutieren, okay. Einfach mal so mitgenommen. Also die großen Admiräle, die kriegen wir sowieso alle. Okay, die Crew, die generieren 16 Punkte. Aber wir generieren 33, also das ist kein Problem. Ein großer Händler. Ja, das wäre natürlich gut, wenn wir da bisschen zulegen würden. Ja, und direkt noch ein großer Schriftsteller. Okay. Ja. Die Städte, die kriegen alle ein Viertel mehr Gold. Die werden ja auch noch immer besser. Also. Die Karte bleibt dran. Dann machen wir das so. Handwerkerkarte raus. Marktwirtschaft rein. Und Laissez-faire kommt rein. So. Politik bestätigen. Bank. Pärchen 11. Ah, okay. Bank fertig in 12. Na gut. Okay. Nächste Ausrichtung. Hier kriegen wir drei Gesandte für Kulturerbe. Opernhaus von Sydney. Aus 5 Punkte Typ großer Musiker pro Runde und Platz für 3 Musiker. Für 3 große Musikwerke. Muss an der Küste neben Land oder einem Hafenbezirk gebaut werden. Gehen wir unten durch. Muss an einen Hafen im Besitz der Stadt angrenzen. Kann nicht auf einem See gebaut werden, muss auf Küste gebaut werden, ja.
Also zum Beispiel hier. Oder da. Das wären alles Spots dafür. Okay. Habt ihr ein thematisches Gebäude? Wann werden wir ein thematisches Gebäude haben? In 6 Runden. Ja, okay, dann machen wir noch eine Sache vorher. Kalter Krieg. Rockbands. Okay. Heilige Städte abgeschlossen am Fluss. Ja, mit unserem Pantheon. Annehmlichkeiten, 2 Wohnraum. Und wir bauen die Schiffswerft. Ja gut, Monument, 3 Runden. Schreine und Tempel gehen halt so wunderbar schnell. Okay. Bonspeicher abgeschlossen. Ah, Bibliothek, Waffenkammer. Akropolis abgeschlossen. Monument. Bonspeicher. Oh, Leuchtturm natürlich als erstes. Okay. Die Gesandten, die bleiben da im Vorrat. Jawohl. Und Nationalpark. Jawohl. 3 Zeitalterpunkte. Es gibt dann wieder schöne Annehmlichkeiten. Ja, wir müssen eine Runde weiterspielen. Aber die Stadt kriegt 2 dadurch. Ah, Monument. Ja, und dann noch die Schiffswerft. Mauern können ruhig abgeschlossen werden. Ein großer General, was kann der denn? Zur Ruhe setzen. Bezirk auf diesem Geländefeld erhält 1 Lufteinheitenplätze. Ja, okay, also wenn man einen Flugplatz baut oder eine Landepiste, dann kann man das entsprechend pushen. Und man plus 1. Ja, dann geht man hier Richtung Athen. Da können wir den dort erstmal parken. Ein Sägewerk bauen. So, der Schriftsteller. Der geht ruhig da ein. Stechen nie Dummköpfe, sagt Jim. Das aber glaube ich ihm nicht, denn oft und oft war ich hinter ihnen her und sie haben mich noch nie gestochen. So. Ah, jetzt kriegen wir hier schon 64 Tourismus und 54 Kultur. Ja, wir generieren viel mehr als Robert der Erste. Aber wahrscheinlich hat er früher damit angefangen. Ja, Heimattouristen haben wir auf jeden Fall mehr. Ja, wir müssen hier unseren Vorsprung halt ausnutzen. Wenn wir im kulturellen Bereich haben. Natürlich auch, dass wir uns viel mehr ausgedehnt haben. So.
Ja, wenn wir jetzt hier eine Mine bauen würden für Salpeter, dann würde die Annehmlichkeit hier um 1 sinken. Also die Anziehungskraft. Von 4 auf 3. Dann würden wir halt einmal Tourismus weniger kriegen. Ja, es werden immer halt die Anziehungskraft addiert. Kommen wir auf 17, haben wir da eine Mine, kommen wir hier nur noch auf 16. Ja, wir bauen hier ein Sägewerk. Und hier auch. Okay. Schottland hat hier geklärt. Und wir gehen mit der Feldkanone wieder zurück in unsere Stadt. Eine Aufladung noch. Okay. Kolonialsteuern sind dran. Geblieben. Ich wollte mich nur noch mal vergewissern. Ah, hier kann er auch eins sammeln. Der Schotte. Ja, zwei Runden noch. Können wir hier auch einen Hafen bauen. Wir haben zum ersten Mal alle Gebäude in einem Lagerbezirk fertiggestellt. Wenn es keine Elektrizität gäbe, würden wir alle bei Kerzenschein fernsehen. Ja, wir können jetzt auf Öl umstellen. Und Seehäfen bauen. Ja, unser Spion. 1098 Gold hat er abgezwackt. Sehr gut. Ja, der Handwerker. Oha, ist das hier schlecht. Obwohl es an der Küste ist. Aber ein, zwei Minen nehmen an. Ich wollte da ein Seebad bauen. Denn daraus wird offensichtlich nichts. Wobei, wenn wir die Freiheitsstatue fertig haben, dann hat selbst dieses Feld hier umringt von zwei Minen eine Anziehungskraft von 3. Aber es reicht nicht für ein Seebad. Seebad braucht atemberaubend. Meine ich. Und da noch einen Wald pflanzen. Es zu wissen, hatte er ein tief in der menschlichen Natur wurzelndes Gesetz entdeckt, die Triebfeder zu vielen, vielen Handlungen. Um das Begehren eines Menschen, sei er nun erwachsen oder nicht, das Alter macht in dem Fall keinen Unterschied, also um eines Menschen Begehren nach irgendetwas zu erwecken, braucht man ihm nur das Erlangen dieses Etwas schwierig erscheinen zu lassen. Ja, sehr, sehr weise. So. Noch 5 Runden gelockt. Dann haben wir die Normbauteile. Oha. Hochwassersperre. Ja. Und wir bekommen plus 25% Tourismus. Ja, wir müssen anfangen mit den Hochwassersperren. Wir pesten hier die Welt, die Umwelt. Und das machen andere uns auch nach oder vor.
Und demnächst steigt dann der Meeresspiegel. Da müssen wir vorher die Hochwassersperren hochziehen. So, wir haben in einer Stadt ein Lager komplett bebaut. Frage ist, wo ist das gewesen? Hier. Axo. Nee, da fehlt doch noch was. Ich suche das mal bis zum nächsten Mal raus. Auf jeden Fall müssen wir dann auch Militärpioniere bauen. Die können uns nämlich dann helfen, die Hochwassersperren schnell hochzuziehen. Da können wir produktionsschwache Kette dahin unterstützen. Okay, gut Leute, dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.